Egal, ob du gerade dein Abitur abgeschlossen hast oder nach einigen Jahren Berufserfahrung ins Studium einsteigst. Du bist wahrscheinlich wahnsinnig aufgeregt und weißt noch gar nicht so richtig, was dich an der Uni erwarten wird. Aber keine Sorge, in diesem Video verrate ich dir 10 wichtige Dinge, die du bereits vor dem Studium wissen solltest. So wird dein Studium nicht nur ein produktiver, sondern auch noch ein erfüllender Lebensabschnitt. Und damit herzlich willkommen bei Schreib. Vielen Dank an Scribber für das Unterstützen dieses Videos. Mehr zu Scribber später. Punkt 1. Organisiere dich antizyklisch. Gerade zu Beginn des Studiums kann es vorkommen, dass du dich erstmal überfordert fühlst. Nach der Schule bist du es vielleicht gewohnt, feste Stundenpläne zu haben und im Laufe des Jahres regelmäßig Klausuren zu schreiben. An der Uni musst du nun selbstständig deine Zeit organisieren, deine Kurse planen und kontinuierlich lernen, auch ohne regelmäßige Prüfungen. Die Klausuren finden zwar fast immer am Ende des Semesters statt, aber dann erst anfangen zu lernen ist meistens ein Fehler. Du wirst auf Kommilitonen treffen, die damit angeben, erst einen Tag vor der Klausur anfangen zu lernen. Cool. Sei nicht diese Person. Wenn es um Klausuren geht, sind Lerntechniken wie Spaced Repetition und Active Recall der Schlüssel zum Erfolg. Aber sie funktionieren nur, wenn du deine Zeit strategisch nutzt. Mehr dazu in Tipp 5. Der beste Hinweis, den ich dir zur Kurswahl geben kann, ist antizyklisch zu wählen. Was heißt das? Naja, wenn alle das Marketing-Seminar wählen, geh in die Steuervertiefung. Wenn keiner in das Tutorium am Freitag geht, weil es halt am Freitag ist, geh genau dorthin. Wenn alle eine bestimmte Professorin als Betreuerin wählen, frage bei dem neuen Postdoc an, den noch niemand kennt. Wenn du dich antizyklisch verhältst, wirst du spannendere Dinge lernen, besseres Mentoring bekommen und eine andere Perspektive auf dein Studienfach bekommen als alle anderen. Ich habe diesen Tipp auch am Anfang meines Studiums bekommen und ihn zunächst ignoriert. Natürlich wollte ich lieber das Marketing-Seminar machen. Später habe ich es dann doch probiert und war begeistert. Das Ergebnis waren kleinere Gruppen, interessantere Menschen und bessere Noten. Punkt 2. Gehe niemals den einfachen Weg. Als Ersti erhältst du viele Ratschläge von Studierenden aus höheren Semestern. Die Datenbankenklausur ist total einfach. 2 Tage Vorbereitung reichen locker. Jahresabschluss und Statistik sind die schlimmsten Klausuren. Schiebe sie unbedingt ans Ende des Studiums. Professor Müller vergibt die besten Noten. Schreib die Hausarbeit unbedingt bei ihm. Du kannst dir diese Ratschläge natürlich anhören, denn deine Kommilitonen meinen es wahrscheinlich gut mit dir. Aber vergiss nicht, dass du deine eigenen Erfahrungen machen musst. Was für andere funktioniert hat, muss nicht unbedingt auch für dich gelten. Gehe niemals den leichten Weg, sondern immer den harten. Konzentriere dich darauf, was dir die wertvollsten Fähigkeiten bringt. Das Studium ist nicht dazu da, möglichst gut und schnell durchzukommen. Es ist auch nicht eine Ansammlung an Fächern, die du einfach abhaken sollst. Das ist es nur an der Oberfläche. Das Studium ist ein Lebensabschnitt, in dem du Fähigkeiten aufbaust und Erfahrungen sammelst. Wenn du dein Studium auf das beschränkst, was dir die Uni auf dem Tablett serviert, dann hast du genau das gelernt, was alle anderen auch lernen. Wenn du das Studium aber breiter begreifst, dann kannst du dir in dieser Zeit überlegen, wer du nach dem Studium sein willst und was diese Person für Fähigkeiten haben soll. Wähle das Fach, in dem du Programmieren anstatt die Geschichte der Informatik lernst. Wähle das Seminar, in dem man die englische Hausarbeit schreiben muss. Englisch ist aber nicht deine Stärke. Wähle erst recht die englische Hausarbeit. Wenn du Angst vor Präsentationen hast, dann wähle das Fach mit dem Referat. Gehe niemals den einfachen Weg. Punkt 3. Zieh zu Hause aus. Gerade in einer völlig neuen Situation fühlt man sich oft unsicher und macht sich viele Gedanken. Vielleicht fühlst du dich im Studentenwohnheim unwohl und würdest am liebsten wieder zurück nach Hause ziehen. Warte noch ein bisschen ab. In wenigen Wochen bist du mittendrin. Ziehe zu Hause aus und gründe eine WG. Zu Hause zahlst du aber keine Miete? Gehe niemals den einfachen Weg. Nimm nicht den Studienplatz in deiner Stadt an, sondern den in einem anderen Bundesland. Wähle eine Studentenstadt und keine Pendleruni.
Bleibst du zu Hause und pendelst zur Uni, werden dir die schönsten Seiten deines Studiums immer verborgen bleiben. Wenn Ausziehen bedeutet, dir einen Nebenjob zu suchen und ein Jahr länger zu studieren, dann ist das genau richtig so. Die persönliche Weiterentwicklung wird sich dadurch verhundertfachen. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu lernen sind genauso Teil des Studiums wie dessen Inhalte. Punkt 4. Alle kochen nur mit Wasser. Du sitzt in der ersten Vorlesung und kannst dem Prof nicht so richtig folgen. Das ist nichts Ungewöhnliches. An der Uni wirst du auf Menschen treffen, die sich hinter intellektuellem Jargon verstecken. Wenn du den Jargon verstehst, bist du Teil des Clubs. Am Anfang verstehst du nur Bahnhof, aber schon nach kurzer Zeit wird sich das legen. Lass dich aber niemals von Professoren oder älteren Semestern einschüchtern oder von den Erwartungen und deren Vorwissen überwältigen. Selbstzweifel gehören im Studium dazu, aber sobald du das nächste Level geschafft hast, wirst du über das lächeln, was dir davor noch Sorgen bereitet hat. Der Unterschied zwischen dir und denen, die dich einschüchtern, ist, dass sie länger dabei sind. Mehr nicht. Wenn du zum ersten Mal eine Hausarbeit schreibst, wirst du an 15 Seiten verzweifeln. Wenn du eine Bachelorarbeit schreibst, lachst du über 15 Seiten, denn du schreibst 40 Seiten. Wenn du deine Masterarbeit schreibst, lächelst du über 40 Seiten. Und wenn du eine Doktorarbeit schreibst, was sind dann 15 Seiten? Du musst eine Stufe nach der nächsten nehmen, aber dir bewusst sein, dass alle anderen sie auch genommen haben. Der Prof, der gerade vorne steht und über 15 Seiten lächelt, war auch mal in deiner Situation und ist an seiner ersten Hausarbeit verzweifelt. Alle kochen nur mit Wasser. Punkt 5. Nutze die Vorlesungszeit, um dir einen Vorsprung zu erarbeiten. Gehe zu den Vorlesungen, auch wenn das Skript online verfügbar ist. Manchmal geben die Profs zwischen den Zeilen Hinweise darauf, was in der Prüfung relevant sein könnte. Manchmal sind sie sogar charismatisch und du wirst Dinge lernen, die über das Skript hinausgehen. Eine Vorlesung spricht verschiedene Sinne an, sodass verschiedene Lerntypen davon profitieren und sich die Informationen besser einprägen können. Du siehst, hörst und schreibst mit, wenn du aktiv an der Vorlesung teilnimmst. Und falls dir etwas unklar ist, dann kannst du direkt in der Vorlesung Fragen stellen. Im Studium trauen sich allerdings nur, sagen wir mal, 5% der Leute überhaupt Fragen zu stellen. Die Wahrheit ist, dass sich Dozenten über jede einzelne Frage ein Loch in den Bauch freuen. Du wirst überrascht sein, wie positiv die Reaktion ausfällt. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann frag. Dazu ist die Person ja da. Mache Fragen stellen zu deiner Gewohnheit. Noten sind aus meiner Sicht absolut zweitrangig, aber nichtsdestotrotz brauchst du sie ja, um dein Studium abzuschließen. Der Schlüssel zu guten Noten ist die Semesterplanung. In den ersten beiden Semestern dachte ich zu Beginn des Semesters, dass noch so viel Zeit bis zur Klausurenphase bleibt. Und dann, 4 Wochen vor der ersten Prüfung, überkam auch mich langsam die Panik. Also verbrachte ich wie die meisten meiner Kommilitonen ab diesem Zeitpunkt 8 Stunden pro Tag in der Bibliothek und versuchte, den Stoff von 5 Vorlesungen zu lernen. Eines ist sicher, das hat keinen Spaß gemacht. Die Noten waren okay, aber ich hatte nie das Gefühl, den Stoff wirklich verstanden zu haben. Dafür blieb einfach keine Zeit. Er musste ja auswendig gelernt werden. Im 3. Semester sah mein Stundenplan dann zufällig etwas anders aus. Nach den Vorlesungen hatte ich oft eine längere Pause. Eines Tages ging ich aus Langeweile in einer dieser Pausen in die Bib und blätterte durch das Skript der vorherigen Vorlesung, während ich meine Notizen überarbeitete. Kaum zu glauben, aber es machte sogar ein bisschen Spaß. Woche für Woche blieb ich nun dabei und arbeitete alles nach. In Gedanken bereitete ich mich bereits wieder auf die 4 stressigen Wochen vor der Klausur vor. Aber plötzlich war alles anders. Da ich den Stoff bereits verstanden hatte, war ich nach 3 bis 4 Stunden in der Lernphase mit meiner Session fertig. Anfangs fühlte es sich falsch an, so früh aufzuhören und fertig mit dem Lernen zu sein. Aber tatsächlich konnte ich meinen Kommilitonen ihre Fragen beantworten und hatte den Stoff wirklich verinnerlicht. Unbewusst hatte ich Active Recall und Spaced Repetition miteinander kombiniert. Damit du deinen Lernerfolg nicht dem Zufall überlassen musst, lerne zu lernen. Um effektiv zu lernen,
ist es wichtig, deinen individuellen Lerntyp zu identifizieren. Jeder Mensch lernt auf unterschiedliche Weise. Und indem du deinen Lerntyp erkennst, kannst du deine Strategien optimieren und bessere Ergebnisse erzielen. Wenn du ein visueller Lerntyp bist, profitierst du davon, Informationen in Form von Bildern, Diagrammen oder Grafiken zu sehen. Nutze daher farbige Markierungen, Mindmaps oder visuelle Zusammenfassungen, um deinen Stoff zu organisieren und zu verinnerlichen. Schaue dazu Vorlesungen von Vera Birkenbiel auf YouTube oder hole dir eins ihrer Bücher zum Erstellen von Mindmaps. Der auditive Lerntyp hingegen bevorzugt das Hören von Informationen. Um deine Methoden anzupassen, kannst du Mitschriften laut vorlesen, Podcasts oder Hörbücher verwenden und Diskussionen mit anderen führen, um das Gelernte besser zu verstehen. Ein motorischer Lerntyp kann effektiver lernen, wenn er am Lernprozess beteiligt ist und durch Learning by Doing eigenständige Erfahrungen sammelt. Bewegung während des Lernens oder das Anfertigen von handschriftlichen Notizen können dir helfen, den Stoff besser zu verarbeiten. Egal welcher Typ du bist, es ist wichtig, verschiedene Strategien auszuprobieren und anzupassen, um deinen individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Auch die Uhrzeit, zu der du am besten lernst, ist individuell und kann unterschiedlich sein. Es gibt die Lerchen, die am Morgen ihre höchste Produktivität erreichen und sich besser konzentrieren können. Eulen sind abends oder nachts am aktivsten und bringen in diesen Stunden ihre beste Leistung. Es ist wichtig, dass du deine eigene innere Uhr beobachtest und herausfindest, zu welcher Tageszeit du am effektivsten bist. Punkt 7. Mache so viele Fehler, wie du kannst. Es ist nicht nur in Ordnung, Fehler zu machen, es ist sogar notwendig. Ohne Fehler kein Lernprozess. Das gilt für kleine, aber auch größere Fehler. Dein Praktikum läuft nicht wie erwartet, denn du verbringst die meiste Zeit nur damit, Kaffee zu kochen. Die Studieninhalte interessieren dich doch nicht so wie erwartet. Dann sei mutig und ändere etwas an deiner Situation. Gründe eine Firma während deines Studiums und scheitere damit. Falle durch eine Klausur. Habe einen Blackout während eines Referats. Fehler sind keine Anzeichen von mangelnder Intelligenz oder Schwäche, sondern sie erfordern Mut und Selbstreflexion. Sie können dir wertvolle Lektionen über dich selbst beibringen. Es ist total in Ordnung, wenn du deine Meinung änderst. Wichtig ist, dass du hinter deinen Entscheidungen stehst und dir selbst treu bleibst. Sei offen für neue Wege und nutze die Gelegenheit zur Weiterentwicklung. Gehe deinen eigenen Weg und begreife Rückschläge als notwendigen Teil davon. Bevor wir zu Punkt 8 kommen, lass mich noch kurz ein paar Worte zum Sponsor dieses Videos, Scribber, sagen. Bist du auf der Suche nach einem Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit? Dann kann ich dir das Team von Scribber nur absolut ans Herz legen. Schaue einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze Mail an info@scribe.de für einen exklusiven Gutscheincode. Punkt 8. Die Regelstudienzeit hat keine Bedeutung. Mit 18 das Abi in der Tasche, direkt dann ab an die Uni und spätestens mit 21 den Bachelor abschließen. Möglichst viele Praktika während der Ferien absolvieren und keine Zeit verschwenden. Das ist der Plan, um so schnell wie möglich in den Job einzusteigen, oder? Aber ist die Einhaltung der Regelstudienzeit und das schnelle Absolvieren eines Studiums wirklich der wichtigste Aspekt? Nein. Bildung ist ein Infinite Game, also ein Spiel ohne Ende. Ob du Travel and Work machst, ein Studium, ein Praktikum oder einen Vollzeitjob, all das sind Finite Games, also Spiele mit Anfang und Ende innerhalb eines Infinite Games, dem lebenslangen Lernen. Das Studium ist nicht die einzige Zeit, in der du lernst. Es ist einfach nur eine Zeit, in der du lernst. Wie lange du in diesem Rahmen verbringst, ist egal, solange du lernst. Wenn du merkst, dass dieser Rahmen keine neuen Impulse mehr gibt, dann ist es Zeit für das nächste Spiel. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben und dir keinen Druck aufzuerlegen, um die Regelstudienzeit unbedingt einzuhalten. Mentale Gesundheit ist wichtiger. Setze dir Ziele und schreibe sie auf, aber erreiche sie langsam. Slow is smooth and smooth is fast. Punkt 9. Mache das Auslandssemester. Auch das Auslandssemester raubt dir nicht deine Zeit,
sondern ist eine Investition in dich selbst. Selbst wenn du nicht alle Credits im Ausland angerechnet bekommst, sollte das niemals ein Grund sein, es nicht zu machen. Auf dich warten wertvolle Begegnungen, neue Perspektiven und unvergessliche Momente. Es geht nicht nur darum, jede Minute zu optimieren, sondern auch die Reise selbst zu genießen und Erinnerungen zu sammeln. Stelle dich der Herausforderung eines Auslandssemesters und nutze die Gelegenheit, eine Fremdsprache zu lernen. Ein Auslandssemester bietet eine einzigartige Chance, deine Komfortzone zu verlassen und persönlich zu wachsen. Mein Auslandssemester ist bis heute das Beste, was ich je gemacht habe. Und wenn du auf Lebenslaufoptimierung aus bist, dann hast du erst recht keine Ausrede. Denn ein Auslandssemester bringt maximale persönliche Weiterentwicklung, maximalen Spaß und findet Anerkennung bei den Anzugträgern dieser Welt. Was willst du mehr? Punkt 10. Hab Spaß. Der letzte Punkt könnte auch von meiner Mutter kommen. Aber sie hat recht. Genieße das Studentenleben und hab Spaß. Du kannst dir jetzt vielleicht noch nicht vorstellen, wie schnell die Studienzeit vorbeigeht. Aber wenn sie vorbei ist, trauerst du ihr hinterher. Das ist meistens so. Viele Studis möchten ihr Studium so schnell wie möglich abschließen, um keine Zeit zu verlieren. Wie du mittlerweile gemerkt hast, denke ich, dass dies nicht der richtige Ansatz für ein Studium ist. Verbringe nicht deine gesamte Zeit damit, dich nur auf die Zukunft zu fokussieren. Das Studentenleben hält viele einzigartige und kostbare Momente bereit, die du später vermissen wirst. Es ist wichtig, dass du dir auch mal erlaubst, die Semesterparty am Donnerstag zu genießen und am Freitag vielleicht nicht ganz so ausgeruht in deinem Tutorium zu sitzen. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Nutze die Zeit im Studium, um dich selbst besser kennenzulernen und deine Interessen zu entdecken. Nimm dir Zeit für Selbstreflexion und finde heraus, was dich wirklich inspiriert und antreibt. Wenn ein bestimmtes Thema dich brennend interessiert, dann besuche auch mal eine Vorlesung, die nicht direkt mit deinem Studium zusammenhängt. Genieße die Freiheit und Flexibilität des Studiums. Und lasse dir nicht vorschreiben, wie du zu studieren hast. Auch nicht von mir. Experimentiere und probiere neue Dinge aus und habe Spaß dabei.